Hallo, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe diese Anmoderation noch irgendwie richtig von BB drinnen, wo ich die ganze Zeit... Hi Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt. Es war nur ein Test, ob ich es noch kann. Ich habe im Lockdown online geshoppt. Ich bin gar nicht so der Online-Shopper, aber was bleibt anderes übrig? Was ich von Freundinnen und so gehört habe, sind auch viele von denen eskaliert. Amelie, Paulina. Ich zeige euch mal, was ich diesen Lockdown... Ja, er ist ja noch nicht vorbei, also kann da noch was dazu kommen. Ich zeige euch erstmal die Dinge, die ich gekauft habe. Ich habe zum einen ein paar sehr bequeme Sachen gekauft, die man einfach sofort anziehen kann und auch momentan einfach braucht. Aber ich habe auch ein paar schickere Sachen gekauft, mit der Hoffnung, dass man die bald anziehen kann und nicht nur dann, wenn man irgendwie zum Zahnarzt geht oder so. Noch kurz was zu meinem Hintergrund, das ist mein Schreibtisch, den kennt ihr ja vielleicht schon von Instagram oder so. Und dieses Bild seht ihr in diesem Video wahrscheinlich noch öfters. Ich bin gerade so ein bisschen am Testen, wo es am besten aussieht. Auf jeden Fall ist es gerade hier, aber wie gesagt, ihr bekommt es heute noch öfters zu Gesicht. Wir starten mit meiner Zara-Bestellung. Ja, zum einen habe ich mir da einen Rock bestellt. Der war auch im Sale, glaube ich. Das ist so ein Plissé-Rock, aber in Lederoptik. Ich finde den echt ganz nice. Ihr habt den vielleicht auch schon in meinem Reel gesehen. Ich habe mir den ganz kurz vor Weihnachten gekauft. Dann habe ich mir diesen Rock bestellt. Das ist ein Plissé-Rock, wieder ein Plissé-Rock, aber diesmal lang und aus keinem Lederstoff, sondern ganz normaler Plissé-Stoff, nenne ich das mal. Und ich finde, zu Sneakern oder so kann man den auch echt cool stylen. Ansonsten muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man nicht aussieht wie seine Oma. Noch etwas super basic-mäßiges, aber was super nützlich ist, vor allem im Winter. Und zwar ein schlichter Rollkragenpulli. Der hat einen ordentlichen Rollkragen. Ich finde es super wichtig, dass da nicht nur so ein kleines Ding dran ist, so ähnlich wie hier, sondern einfach da hier ordentlich den Hals bedeckt. Meiner Meinung nach sieht das dann auch viel cooler aus. Und der ist echt ganz weich. Ist jetzt kein Kaschmir oder High-End-Quality. Aber das wollte ich dann nicht online bestellen, weil ich finde, wenn man schon etwas Hochwertiges kaufen möchte, dann finde ich, muss man das auch fühlen im Laden. Übrigens, bei dieser Bestellung habe ich echt viel zurückgeschickt. Ich habe ja jetzt euch drei Sachen gezeigt von Zara, habe aber, glaube ich, acht Sachen bestellt. Schreibt mir gerne mal, ob ihr gerne zurückschickt und wenn ja, ob ihr viel zurückschickt oder eher weniger. Es gibt ja auch die Personen, die sich irgendwie gleich alles in vielen Größen bestellen und ja, also klar, beides hat seine Vor- und Nachteile, aber schreibt mir gerne mal, wie ihr das so handhabt. Ich hatte was vergessen, das war allerdings nicht in der Bestellung, sondern in der Bestellung von meiner Mom, die hat die für mich mitbestellt. Und zwar sind das Pennyloafer. Ein kleiner Pennyloafer-Fact, vielleicht wusstet ihr den ja noch nicht. Pennyloafer heißen Pennyloafer, weil man hier in diesen Schlitz hat man früher einen Glückspfennig, also einen Glückspenny, reingesteckt und ja, dann waren das Pennyloafer. That's it. Aber ich finde die ultra nice. Ich finde, die kann man Winter wie Sommer tragen. Ich finde, die sehen zu Strumpfhosen oder halt Röcken, kurzen Klamotten schöner aus als zu den meisten Hosen. Da habe ich noch nicht so das Beste gefunden. Sie sind toll. Weiter geht's mit einem Weihnachtsgeschenk, was ich mir nicht selber gekauft habe, sondern geschenkt bekommen habe. Aber trotzdem dachte ich mir, ich zeige es euch. Und zwar rote Chucks. Ich glaube, die heißen 70er. Man kann die erkennen an der glänzenden Oberfläche hier und hier. Und hinten haben sie ein schwarzes Converse-Zeichen und kein weißes, wie die meisten Chucks eben haben. Und das Logo hier ist auch so ein richtiger Patch. Ich habe auch normale Chucks, die sind ein bisschen, ich sag mal, lappriger. Weiter geht's mit ASOS und ich sage euch trotzdem immer die Marke dazu, weil, wie ihr wisst, ASOS hat ja verschiedene Marken und ja. Zum einen zwei sehr, sehr bequeme Sachen. Eine Leggings und ich habe mich in den YouTube-Videos von Sammy Clark in eine rosane Leggings verliebt. Eine Sache noch zu dieser Leggings, bestellt sie echt relativ klein. Also obwohl sie ist am Bund schon sehr eng, aber
Die Beine sind echt lang. Also die Leggings ist echt was für große Menschen. Diese Leggings ist übrigens von Monki. Als nächstes noch eine Leggings und die ist von Misguided. Die ist in so einem verwaschenen Grauton. Ich liebe zurzeit diesen Grauton. Ja, das ist so eine Schlag-Leggings und die ist hingegen zu der rosanen gut für auch kleine Mädels. Also ich habe da jetzt Größe 32 bestellt und meiner Meinung nach könnte sie an den Beinen sogar noch etwas länger sein. Und ich bin ja jetzt auch kein Riese, deswegen top an Misguided. Dann haben wir hier ein Kleid und ich hatte ewig schon ein Sweatshirt-Kleid auf dem Schirm. Wollte einfach lange eins. Gerade mit einer Strumpfhose finde ich das eigentlich ganz nice und irgendwie schwarzen Boots. Das ist wieder in so einem verwaschenen Grau. Die Farbe, die ich zurzeit echt gern mag. Und hat sogar Taschen und ja. Das Kleid ist von Stradivarius. Das nächste Ding ist ein Rock und der ist auch von Stradivarius. Der hat einen Schlitz hier. Ja, sieht super cool aus. Ich schätze mal auch, dass man den gut im Sommer tragen kann, so wie im Winter mit einer Strumpfhose. Sieht ganz basic aus und passt so gefühlt in jedem Oberteil. Dann habe ich bei Weekday Online geshoppt. Diesen Pulli, der ist richtig crazy. Das ist so ein Neoprenstoff. Ja, so richtig oversized geschnitten, aber ich finde es gerade cool, wenn man es in die Hose steckt, so ein bisschen. Und dann ein bisschen lässiger trägt. In meinem Try-On-Video, finde ich, passt es überhaupt nicht zusammen. Ich finde, man sollte den Pulli lieber mit einer Jeans oder so anziehen, anstatt mit einer schwarzen Stoffhose. Diese Stoffhose habe ich natürlich vergessen, euch zu zeigen. Und zwar ist das die. Ihr seht es hier am Try-On. Das ist einfach eine schwarze Stoffhose von And Other Stories. Die habe ich aber auch über Asos bestellt. Ihr könnt aber trotzdem mal bei And Other Stories gucken. Bei Asos sind schon viele Größen ausverkauft. Ich trage Größe 34 und ich finde die Beinlänge perfekt. Sie dürfte nicht kürzer sein und ja, das ist echt selten, was so schwarze Stoffhosen angeht. Und zu guter Letzt kommt noch eine Weekday Jeans. Die war im Sale und hat, glaube ich, 15 Euro oder so gekostet. Und ich war bisher von der Qualität von den Weekday Jeans immer ganz zufrieden. Ich bin eigentlich kein Online-Jeans-Shopper. Wie man jetzt in dem Haul gesehen hat, wirkt es wahrscheinlich anders, weil ich 1000 Röcke und Hosen bestellt habe. Jeans finde ich nochmal was anderes. Die muss wirklich gut sitzen. Aber bei Weekday wusste ich halt schon die Größe, weshalb ich da jetzt auch keinen Fehlgriff oder so erhascht habe und es somit echt praktisch war, weil ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass es mir passen müsste. So, das war auch schon wieder mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche Videos ihr euch noch so von mir wünscht. Aber schaut auch gerne bei meinen alten Videos vorbei. Ich glaube, sehr viele werden euch da gar nicht mehr in eurer Abo-Box angezeigt, weil der Algorithmus verrückt spielt. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Es ist ja heute Montag. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!